Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part von Let's Challenge Minecraft Sky Factory. So, ja. Ich weiß gerade nicht so wirklich, was ich machen soll. Achso, doch, ich weiß, was ich machen wollte, grob zumindest. Ich wollte nämlich ein paar, noch zwei. Zack. Eigentlich wollte ich noch zwei Stück herstellen hiervon. Von den Dynamos. Wei, wei, wei. Teuer, teuer, teuer alles hier. Um da hinten das an Laufen zu kriegen. So, wir brauchen noch Eisen. Zwei Barren. Erst, ne, vier Barren. Vier, zwei. Ja, ne, brauchen wir eigentlich gar nicht so viel. Reicht eigentlich ein Magmatic Dynamo. Müsste eigentlich reichen dafür. So. Zack, zack, zack. Zack. So. Ach, Redstone vergessen. Redstone hierhin. Die Gears dahin, du dahin und du dahin. So. Müsste eigentlich grob reichen. Wie gesagt, momentan mache ich hier alles auf Spartechnik. Den ganzen Blödsinn hier, die ganze Technik. So. Zack, zack. Ach, man sollte auch Conduits mitnehmen. Hep. Oh, gucken wir nochmal, wie sieht's aus. Jawohl, fast 2 Mille. Langsam wird's. Sind ja nur noch 41 Millionen. Ja. Da müssten eigentlich die reichen, schon mal. So, dann brauchen wir ein paar Pipes. Paar Notes, eine Barrel. Da werden wir dann auch später ein Void Upgrade einfügen. So, eine Barrel. Wir haben ein das. Wir brauchen eine Liquid Force, eine Liquid Transfer Note. Ja. Ich glaube, dann haben wir so ziemlich alles, was ich brauche, sobald ich die Liquid habe. Normalerweise. So. Lapis Lazuli. Das heißt, hier. Nein, ich habe gerade nicht alles dabei. Ich habe kein Eisen geholt. So. Jetzt aber. So. Eisen. Ja. So, jetzt aber. Das müsste eigentlich alles sein, was wir brauchen hierfür jetzt gerade. Ne, einen Endertank brauche ich noch dafür. Einen Endertank. Ja, ist logisch eigentlich. Zumindest um das Ganze anzuschließen zu können. Das heißt, wir brauchen Wolle, Blaze. Wir brauchen demnach unsere Gießkanne nochmal. Dim, dim, dim. Unsere Gießkanne. Hier haben wir nämlich noch einen Blaze Rod. Zack, zack. So, die wir hier gerade schon mal haben, nehmen wir schon mal. So. Und dann nochmal hochfahren ein bisschen.
Mein Gott, das dauert immer so lang. Na los, wachset schon. Und wir müssen gleich was essen, sehe ich gerade. Was ist das für ein Kasten? Ach so, das dürfte. Ach so, das ist einfach nur der ganz normale Kasten da, wo wir die ersten Blaze drin gefarmt haben. Na komm, du hier noch, komm. Gut, machen wir dem so. Dim, 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 dim. Blaze Seed, Blaze Essence. Na komm schon. Hier, du noch und du noch da hinten. Wie viel haben wir eigentlich? 14. Zack, zack, zack. Jetzt haben wir 22. 8 mal 3 sind 24. Das heißt, zwei Stück brauchen wir jetzt gerade noch. Dann haben wir 9 Stück. Jetzt brauchen wir noch einen. Ja komm, kriegen wir auch noch hin. Ja, wer macht das ran? Du hast gewonnen. Ja, toll. Na, egal. So, 4 Seeds übrig. Nehmen wir gerne mit. So, du kannst dich da einsortieren. So. So. Blaze. Wir brauchen 4 Stück. Das heißt, der Rest hoch. Kann in die Kiste wieder zurück. Dann brauchen wir einmal Wolle, einmal Obsidian, zweimal Obsidian und einen Cauldron. Das heißt wieder 7 Eisen. Hüp. So. Alles klar. So, erstmal den. Och, meine Güte. So. Die Blaze außenrum. Die dahin. Die dahin und ich habe die Enderperle vergessen. So. So, jetzt muss ich nur noch mal gucken gehen, wie war denn der Input war links. Okay. Ach
Achso, klar. Farbe grün. Grün, 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 grün. Zack. Und dann. So. Und. Links. So. Genau, das ist das. So, und jetzt. Wo ist denn unser Essen hin? Hab ich das hier auch in die Kiste gepackt? Ja, hab ich. Okay. So, ab nach da hinten. Also hier der Harvester und Planter tun ihre Arbeit. Zack, hier runter. Na, wie sieht's aus? 6 Stacks schon. Nicht schlecht. Hier haben wir auch 7 Stacks drin und der hier produziert auch immer schön weiter. Zwar nicht schnell, aber stetig. Gut. Lava, 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 Lava. Die packen wir dahin. Da drunter dann. Ups. Das war verkehrt rum. Okay. Machen wir dann am Schluss. So, auf jeden Fall. Kommt hier. Ach, wir brauchen noch eine Fluid. Fällt mir gerade dann mal auf. Dich hätte ich dann gerne nochmal wieder. So, Moment. So, hier kommt die hin. So, die Flüssigkeit kann jetzt erstmal wieder gehen. Auf die Seite kommt dann das Ding. Plus das hier. Dann müssen wir hier noch, hier kommt dann die Barrel hin. So. Und dann natürlich müssen wir auch die Energy Conduits hier, oh, nein. Ein bisschen dann verteilen. Machen wir es so rum. Zwar einmal hier so schön im Boden entlang. So. Du bekommst natürlich die da dran. Das heißt, wie gesagt, eine Liquid Node müssen wir uns jetzt augenblicklich noch herstellen. Weil ansonsten kriegen wir ja keine Power hier drauf. 3, 4, 3, Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ist eine blöde Zahl. Sieht dann blöd aus. Wie viel haben wir eigentlich noch von den Conduits? 5. Dann nehmen wir einfach mal... Ne, gehen wir hier hin. So, 1, 2, 3 müssen wir, ne? Das heißt, hier kommst dann du drauf, kriegst dann von da oben deine Energie. Genau, müsste ja passen. So, das heißt, wir brauchen nochmal einen Eimer. Machen wir das jetzt so, damit wir hier nicht so viel Eisen permanent verschwenden. Also nicht unnötig viel Eisen. Holen wir uns da einfach dann kurz. 2 Eisen so, 2 Lapis Lazuli. Zack. Eisen an Rand. Weil ob 5 oder ob 2 Eisen oder 5 Eisen, das macht ja schon einen Unterschied. Also von daher
Da wir da ja eh die Liquid Force Eimer haben. Oh, hehe, ich glaube, da ist irgendwas gespawnt. Sag ich doch. Uhuhu. Bevor der mich jetzt hier runterschlägt. Und tschüss. Fackeln. Habe ich weggepackt. Okay. Gut, auf jeden Fall. Kommt hier das hin. Und du. Gut. Das heißt, die müssten jetzt ja langsam aber sicher mit Energie versorgt werden. Werden ja auch nicht so viel im Endeffekt benötigen. So, du müsstest ja auch mit Energie versorgt werden langsam. Jo. Gut. Soweit, so gut. Das dahin. Du bist voll. Und du auch so gut wie gut. Das heißt, jetzt füllt der sich noch auf. Und dann haben wir hier auch einen kleinen Buffer. So, damit das dann hier auch vorangeht. Wir haben nicht genug Mauern mit, um das jetzt zuzumachen. Holen wir schon mal die Karotten, die wir da in der Kiste haben, und packen die in den Breeder. Damit der dann schon mal dann ein wenig da seine Arbeit verrichten kann. So, die hier nämlich. Damit können wir sagen, das sollst du da reinpacken. Ich hoffe, dass das auch funktioniert. Mit dem Grinder und der Barrel. Das weiß ich nämlich gerade gar nicht. So, Leder. Ich glaube, ich habe alles, oder? Ach so, Fackeln wollte ich, um da hinten noch auszuleuchten, bevor der jetzt weiter spawnt alles. Fackeln. Zack. Wo habe ich die Steine? Ich hatte doch irgendwo Steine reingepackt. Unnötigerweise. Da habe ich ein Stack reingepackt. Ah, hier. So, holen wir das mal hier wieder raus. Das hat hier ja eh nichts drin verloren. Und wo ist unser Builder's Wand? Dass ich da eben noch ein wenig so machen kann, dass man sich da auch einigermaßen gut bewegen kann. Wie sieht's hier aus? Ich glaube, da wird mehr Lava produziert, als verbraucht wird. Hi ho. So. Oh, shit happened. Ja gut. Nochmal gut gegangen. Der hat nicht allzu viel kaputt gemacht. Der wird auch mit Sicherheit hier gespawnt sein. Und dann irgendwo darüber gelaufen sein. So. Okay, hier ist gerade nichts. Nee, so rum. Eins, zwei. So, dann kann hier noch eine Fackel hin. Eins, na toll. Zwei. So, die müssen wir jetzt nochmal abreißen hier. Das war nämlich nicht im Sinne des Erfinders. Passt. Okay. So, hier jetzt dann überall noch ein paar Fackeln hin. So, das dürfte eigentlich ausreichend sein. Ich will hier eine Fackel drauf machen. Bitte, der ist da oben, die schon am Killen. Shit. Okay, das war eigentlich anders gedacht. Mist. Jetzt kann ich nur hoffen, dass ich da oben noch genug Schweine habe. Deswegen war das, glaube ich, dass ich da eigentlich doch einen höher gemusst hätte. Aber gut, wir wissen, dass es funktioniert mit der...
dass der da auch einlagert. Das ist jetzt mies gelaufen. Hat der die hier oben gekillt? Ich fass das nicht. Alle. Eigentlich sollte der nur die killen, die da runterkommen dann später. Dreckskiste. Gut, das heißt, ich muss hier wirklich umplanen. Ich muss höher mit der ganzen Sache hier. So. Ich hätte nicht gedacht, dass der so hoch dann greift. Blödes Ding. Gut, ich gehe dann, muss den Breeder dann auch noch umsetzen. So, machen wir dann hier auf die Höhe. Gehen wir dann hier wirklich noch extrem höher. Irgendwie hatte ich das nicht in Erinnerung, dass das so hoch dann auch passiert. So, das ist dann der. So, okay, ich hoffe, dass das jetzt ausreichend ist. So. Das heißt, hier müssen ja dann noch Zäune hin. So, der muss ja dann frei bleiben. Und das muss ja sein, damit ich hier auch wieder rauskomme. So. Ach nee, Moment. So. Und dann da oben noch eine Reihe theoretisch hin. Jetzt müssen wir aber erstmal wieder Wasser holen. Und hoffen, dass wir neue Schweine irgendwo herkriegen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist echt mies. Gut, wir brauchen einen Eimer und müssen mit den Schweinen wieder von vorne anfangen. So, davon holen wir mal gerade einen. Noch. Hallo, ich hätte gern einen. So. So. Das heißt, um das zu erreichen, müssen wir die ganzen Tiere, die wir jetzt hier haben, nochmal einfangen. Hier das alles, was hier jetzt rumspringt, töten. Headphones haben wir freigeschaltet. Coole Sache. Oh, hallo. Hitbox gleich 0. So, haben wir es jetzt. Jetzt mal eben gucken. F7. Scheint nichts mehr zu spawnen, laut F7. Oder ich habe mich halt verdrückt. Ne, habe ich nicht. Dann ist das den Schleim wohl egal. Okay, wir brauchen unsere reusable Teile hier. Da haben wir aber gerade nur noch drei Stück von. Unsere einmaligen hier. So, eins. Oh, Mist. Komm mal wieder her, du dummes Chicken. Okay, so, jetzt müssen wir halt hoffen, dass da auch irgendwo dann später wieder was Neues spawnt. Dann machen wir mal gerade eine extra Kiste jetzt für. Hui. Hui. So.
für dann die Spawn-Eier. So, die packen wir mal hier hin. Können die hier rein. Jetzt müssen wir dann hier mal einige aufmachen. In der Hoffnung, dass weitere drin sind. Nein, hier ist keins mit drin. Gut, die können wir aber da hinten mit reinräumen schon mal. Force, hier haben wir noch ein bisschen Eisen. Bomben. Oh, Protection 2 Buch. Auch nicht schlecht. Gut, die packen wir erstmal mit hier wieder rein. Das Holz können wir hier reinpacken. Jetzt mal gerade hier gucken, wie sieht es eigentlich hier aus mit dem Platz wieder. Das geht noch, okay. Mal so. Die Safari-Netze, bitte. Ich brauche doch ein paar Safari-Netze jetzt. Nee, schaut nicht danach aus. So. Da ist eins immerhin schon mal. Eins. Ein leeres. Wo sind das andere? Ach da. Okay, wir müssen noch eine Kiste machen, fällt mir gerade so auf. Weil die benutze ich ja jetzt gerade dafür, um die Spoilspacks aufzumachen. So. Die stellen wir dann dahin. So, packen wir alles, was an Safari-Netzen da ist, da rein. Und nutzen die Kiste hier gerade, um unsere Spoilspacks hier aufzumachen. Bitte? Schon voll, oder was, die Kiste? Boah, shit. Shit, shit, shit. So. Die holen wir raus, die holen wir raus. Ja, gut. Die holen wir gerade nicht raus. So. So, dann haben wir schon mal wieder ein bisschen mehr Platz. Im allergrößten Notfall muss ich mir halt welche herstellen. Bleibt ja gar nichts anderes übrig. Aber wir kriegen dadurch auch wieder ein bisschen Eisen und so. Ist auch okay. So, so. Na. So, jetzt mal gerade gucken. Die können wir hier rausholen. Ah, da ist ein Safari-Netz. Sehr schön. Das holen wir auch hier raus. Das packen wir hier rein. So, hier haben wir die Bomben, können wir hier mal gerade rausholen. Und hier reinpacken. Und wir haben wieder brennende Steine. Okay, weiter geht's. So, achso, hier haben wir noch Force Buckets, die können wir rausholen. Ja, reicht das? Jo, reicht, okay. Bum, 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 bum. Hier haben wir noch einen Force-Eimer drin. So, sortieren wir mal gerade hier ein bisschen. So, die, dann gucken wir mal, was wir gerade hier wegschmeißen können. Nämlich hier diese ganzen Floppies können weg.
Die. Ich weiß es nicht. Ob ich nicht doch vielleicht mal ein paar behalten soll davon. Hep. So, die können weg. So, was haben wir hier jetzt noch? Hier war keins bei, ne? Aber ein neuer. Oh, ein Zomnomikum haben wir eins bekommen. Gerade mal um ein bisschen Platz hier zu machen. So, bringen wir die auch mal eben wieder in ihre Barrels, wo sie hingehören. Und dann ist der Part auch zu Ende. Oh mein Gott, ey. Ich hab mir selbst hier einen Bock geschossen. Was haben wir noch? Ein Spoilspack. Das kann hier rein. Das Miniaturherz kann erstmal hier rein. Eine Schallplatte, die brauche ich eigentlich auch nicht. Habe ich keine Verwendung für. Die Blaze kommen da rein. Das kann erstmal hier rein. Hep. Hier ist kaum noch Platz drin. So. Zack. Sortieren. Okay, die sind alle so voll, oder was? Naja, eigentlich nicht. Was soll denn der Käse hier? Okay, jetzt ist er voll. Die können wir, rausholen. Das kann man hier rausholen. Das kann später in Müll. Unbreaking, Feather Falling und Protection. Na cool. Das kann hier raus. So, die Äxte. Hier haben wir hier noch gerade Platz dafür. Ja, haben wir. Okay. Das heißt, die hier können wir mal eben hier hinten mit reinschmeißen wieder. Dann haben wir die beisammen. Die Diamanten. Die Emeralds. Die Eimerwasser können wir auch gerade mal hier reinpacken. Das können wir hier reinpacken. Eier. Wir haben Eier bekommen. Aber Hühnchen bringen uns nichts. Ach ja, ich kann die ja gar nicht mehr so werfen. Okay. Dann muss ich den Part aber hier jetzt beenden. Und hoffen, dass in den nächsten Parts dann irgendwann wieder neue Schweine spawnen. Das war jetzt echt blöd gelaufen. Hm. Oder wir müssen mit Dartcraft weitermachen. Weil mit Dartcraft gibt es ja sowas wie Spawn-Eier, in Anführungszeichen. Glaube ich, meine ich, bin ich mir gerade nicht sicher, aber ich glaube irgendwie sowas war das. Aber naja, okay. Dennoch hoffe ich, dass der Part euch gefallen hat. Und dass ihr auch beim nächsten Part von Let's Challenge Minecraft Sky Factory wieder mit einschaltet. Ciao, ciao.